Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gült. Ja, in der letzten Folge haben wir es endlich geschafft, hier aus dieser Vogeltür rauszukommen. Oh, und ich sehe schon, da hinten sind wieder Gegner. Jetzt muss ich mal eben schauen. Da liegen Sachen draußen, aber wir wollen ja eigentlich zur Turnhalle. Das heißt, ich hoffe, dass wir da nicht unbedingt rum müssen. Vor allen Dingen den Bereich, den kennen wir doch hier auch schon, ne? Wenn ich das hier richtig sehe. Das heißt, ich gehe jetzt aber trotzdem mal direkt zu dem Eingang hier. Ich meine, das ist der Bereich, den wir schon kennen. So. Okay, das war alles sehr schön. Dann können wir auch hier durch. Okay. Emily wartet auf dem Dach auf mich. Okay, links zum Keller, Basketballfeld, Bürocoach, Isolationszelle. Da ist zumindest schon mal was, was wir nehmen können. Was ist hier? Von der anderen Seite verschlossen. Ah, okay. Okay, dafür brauchen wir drei Schlüssel. Aber wir gucken uns das trotzdem mal an, damit er das auch Verschlossen. registriert. So, jetzt registriert er das nämlich auch als verschlossen. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Die Turnhalle ist auch verquer. Das sollte ich inzwischen kennen. Erreiche das Basketballfeld. Oh. Unten hinter der Tür sind einige Viecher. Ach, das ist eine Lampe. Da sind verschiedene. Moment, was ist das? Isolationszelle? Das heißt was? Dass die jetzt da alle rausgestürmt kommen. Das sind ja. Oh, Scheiße. Hinter jeder Tür ist sowas. Oh, ihr wollt mich veräppeln, oder? Jetzt kommen die aber nicht alle raus, wenn ich hier durchgehe, oder? Da ist schon wieder so ein kackunsichtbares Monster. Willst du mich denn? Von hier aus erreiche ich die Leiter nicht. Aber vielleicht vom Keller. Oh nee. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da ist auch noch was. Sollte mir das Vieh aber normalerweise nicht folgen, oder? Oh, was ist das? Moment. Boah, sag mir bitte nicht, dass es hier drin. Vielleicht doch keine gute Idee.
Aber das Vieh ist nicht mehr da, oder? Nee, die unsichtbaren Viecher sind jetzt... Also das unsichtbare Vieh ist nicht mehr da. Aber ich muss jetzt ernsthaft durch die komplette... Ach du Scheiße. Was tut ihr mir hier an? Oh, kann ich das kaputt machen? Aber das sind ja so viele gewesen, ne? Oh, da ist direkt schon so ein... Oh, nee, wenn ich den kaputt mache, kriegt der das doch mit, oder? Gut, der guckt woanders hin. Ich muss den aber kaputt machen, weil der genau da steht. Was ist das für ein... Oh, das war nur eine Sackgasse. Oh, fuck, 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 fuck. Oh Gott, 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 oh Gott. Also ich denke, ich muss den wegmachen, weil er hier halt genau im Weg steht, ne? Die Frage ist, komme ich da jetzt rum, ohne dass der das mitkriegt? Oh, das ist wieder sowas, wo man Nervenkitzel, also wo man die Nerven beibehalten muss und das kann ich ja so gar nicht ab. Okay, das geht noch. War mal da drin? Ja, ja, das war das eine mit dem... Ja, ja, okay. Boah, aber kommen wir um den... Oh. Wenn er hier rumgeht, können wir das vergessen. Wenn er aber auf die andere Seite guckt, ist das auch scheiße, oder? Aber da wären wir direkt nebenan. Oh Gott, 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 oh Gott. Nur der andere guckt in meine Richtung, das ist nicht gut. Kann ich hier rein? Oh, das können wir auch nicht nehmen. Doch, das können... Ach ja, jetzt können wir es nehmen, okay. Okay, da hinten leuchtet was. Ich traue mich jetzt nicht so richtig, was anzumachen, muss ich gestehen. Ein seltsames Buch. Das lesen wir uns doch direkt mal kurz durch. Ich habe schreckliche Angst. Es wird mit jedem Tag schlimmer. Ich habe Mama angelogen und behauptet, ich wäre krank, weil ich nicht mehr zur Schule will. Heute haben wir Sport und das ist das schlimmste Fach. Die anderen schubsen mich, sodass ich hinfalle und sie mich auslachen. Letztes Mal hat einer mich getreten. Alle aus der Klasse haben es gesehen. Aber keiner hat mir geholfen. Sie haben mich nur eine Heulsuse genannt. Als ich es dem Lehrer gesagt habe, meinte er nur, ich solle einfach weiterspielen. Ich habe wirklich versucht, mir die Tränen zu verkneifen, aber ich habe keine Luft mehr bekommen. Alle haben mich angegafft und weitergelacht. Mama sagt, dass sie mir glaubt und dass ich heute im Bett bleiben soll. Obwohl ich jetzt nicht mehr so große Angst habe, kann ich nicht aufhören zu weinen. Vielleicht haben die anderen ja recht. Vielleicht bin ich ja wirklich so erbärmlich. Ja, das ist echt das Schlimmste, wenn man sich das dann auch noch einredet. Ich kann hier raus und weiter nach unten. Emily. Ich hoffe, das sieht jetzt draußen keiner. Dump Baby, Cry Like a Baby. Emily Dump. Dummkopf heißt das, glaube ich, oder? Dump? Ich wette, über den Turm da drüben komme ich aufs Dach. Über den Turm hier. Ja, ja, das kann sein. Frage ist, ist es besser, oben oder unten rumzulaufen? Wahrscheinlich oben sehen sie mich eher, oder?
Viech wird mich aber sehen, wenn ich hier rein will. Moment, ist der abgeschlossen? Ach so, nee, ich bin auf der anderen Seite. Ach, ja, ja, okay. Da hätten wir aber anscheinend von dem Büro noch in einen so einen Raum reingehen können. Shit. Das ist jetzt doof. Das Problem ist, ich denke, dass der das mitkriegt, wenn ich hier vorne reingehe. Ich weiß es nicht, habe ich gesagt. Oder er kriegt es nicht mit. Okay. Bin ich denn jetzt? Da hinten komme ich zum Keller. Kann man das auch einfrieren? Lassen sich einfrieren, ja. Das wäre dann meine Frage beantwortet. Okay. Aber da muss ich runter. Runter in den Keller. Aber ich bin ja oben ja noch nicht fertig. Ich würde gerne oben erstmal. Pass auf, dann mache ich erstmal hier oben weiter. Achso, nee, ich muss das hier wieder einfrieren, ne? Dann versuche ich erstmal hier oben weiterzukommen. Und guck danach mal. Moment, da leuchtet ein Schlüssel. Freak. Emily, don't run. We will break you. Ja, die typischen Loser-Sprüche halt. Also von Losern. We saw you cry. Okay. Ein kleiner Schlüssel, der mit einer 2 beschriftet ist. Einer der drei Schlüssel, die man braucht, um den Keller der Turnhalle aufzuschließen. Das heißt, Richtung Keller sollten wir noch nicht gehen, obwohl da hinten ist auch zum Keller. Die Frage ist, wo sind jetzt die anderen Schlüssel? Sind die jetzt, wenn ich da runtergehe, oder sind die jetzt eventuell da bei dem anderen drin? Also ich würde jetzt sonst spontan sagen, wobei oben könnten wir eventuell auch noch aufschließen. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau, ob da jetzt die anderen auch mit drin sind. Oder ob die auch freigelassen worden sind. Also noch drin sind oder freigelassen worden sind. Boah, das ist so weitläufig hier. Und genau wegen dem Typen da hinten habe ich den nämlich jetzt hier extra weggemacht. Da warten wir mal lieber, bis der auch... Ja. Das machen wir mal lieber in 2 Schritten. Ich weiß halt nicht, wie es ist, wenn ich jetzt nach oben gehe, ob die mich dann sehen. Ich warte mal lieber vorsichtshalber ab, bis der Typ dann auch wieder sich um... Also, der Typ ist gut. Diese komische Krähe... Also, die Krähe ist ja eigentlich rechts. Wenn der mich sieht, wäre das schlecht. Hier haben wir was zum Ablenken. Das ist auch schlecht. Boah, habe ich mich erschrocken. Okay. Boah, ich dachte gerade, da kommt irgendwas. Ah, Moment. Da können wir hochklettern. Das ist schon mal gut zu wissen. Und das hört sich nach weiteren Augen an. Naja, man sieht's. Ah, hier oben ist auch noch eins. Wo ist denn das? Ist das ein Auge? Das ist ein Auge, oder? Wie soll ich denn da rein?
Moment, hier ist, aber das ist noch, das ist quasi mit dem Auge noch verbunden. Dann könnten wir das sonst benutzen. Haben wir denn irgendwas, wie wir hochkommen? So grundsätzlich. Ah, Moment. Was ist das denn? Ah, damit kommen wir dann hier hoch, wo wir eben schon gesehen haben. Ah, verstehe, verstehe. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wie man das Auge kaputt machen kann. Ich hoffe es. Ja, ja, ja. Okay. Wo geht's hier lang? Ach, da käme ich dann... Hoppala. Da käme ich dann quasi drüber. Ungefähr so, schätze ich mal. Sollte theoretisch gehen. Okay, dann probieren wir das nochmal. Wenn ihr euch fragt, warum ich hier oben schleiche, ich habe das Gefühl, wenn wir laufen, knallen wir schneller runter. Okay, also das habe ich gemacht, da kämen wir wahrscheinlich sowieso nicht hin. Ich hoffe, dass das jetzt einigermaßen... Oh, das sieht doch fast perfekt aus hier. So, und hier kann ich jetzt runterspringen. So, die Frage ist jetzt nur, was bringt uns das? ja. Hier bringt uns das erstmal so gar nichts. Oder ist hier vielleicht ein Hindernis gewesen? Ach, hier war ein Hindernis. Ah, okay. Ich bleibe aber trotzdem mal gebückt. Ich weiß nicht, ob die mich sehen. Oh, ganz viele Puppen sind. Da habe ich mich jetzt erschrocken. Kann ich ganz hoch gucken? Okay. Also hier ist quasi nichts außer... Das nehme ich mit. Taschenlampe. Was natürlich gut ist. Snot oder sowas? Stimmt doch gerade. Hier ist auch nichts, ne. Oh Gott. Aber anscheinend sehen die mich unten nicht, wenn ich hier oben Licht an habe, oder? Wenn ich das hier richtig sehe. Ich gucke erstmal, ob hier irgendwas am Ende ist. Ah, sehr schön. Brauchen wir nicht mehr. Na gut. Brauchen wir gerade auch nicht. Ein Schlüssel, sehr schön. Ein kleiner Schlüssel mit der Nummer 3. Ich glaube, wir haben jetzt 2 und 3, ne? Ich glaube, die 1 fehlt uns noch, wenn ich mich richtig erinnere. Ich guck mal eben. Oder ich guck nicht nach. Aua. Ich habe keine Lust mehr, jetzt zurückzugehen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ja, Nummer 2 und Nummer 3 haben wir. Die 1 brauchen wir noch. Wo kriegen wir denn die 1 her? Also unten haben wir noch den einen Raum, wo wir in diesen Nebenraum klettern oder kriechen können wahrscheinlich. Da müssten wir mal gucken, in der Hoffnung, dass dieses Viech da nicht mehr ist. Hier oben denke ich mal, dass ich alles soweit durch habe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Frage ist, war das jetzt eine Überleitung? Okay, ich komme nie wieder hierher zurück. Nein, das will ich hoffen. Aber unten sind immer noch die Vögel.
Das heißt, rein theoretisch, dass sich nichts geändert hat. Von, also unten zumindest jetzt, von den Gegnern her. Hoffe ich, inständig. Weil wenn jetzt überall Puppen kommen, dann drehe ich wirklich total am Rad. Wie komme ich denn hier? Ach so, wie komme ich denn hier wieder zurück? Moment, da oben ist was. Die wollen jetzt nicht, dass ich da runterspringe, oder? Ach du Schande. Gerade wenn der... Oh. Ja, ja, komm, komm, komm. Ein bisschen. Noch was, noch was. Oh. Holla, die Waldfee. Moment, ich bin doch jetzt da bei denen in der Nähe, ne? Genau. Das heißt, wenn die jetzt nicht verschlossen ist, müsste ich da jetzt theoretisch durchkommen. Ah, hier ist was zum Kriegen. Ah. Oh, das hört sich nicht gut an. Ist das ein unsichtbares Monster? Oder ist das das Buch? Ach, das ist kein Monster, das ist... Ah. Ist schon okay. Geh jetzt. Und wieder ein staubiges Ticket. Ja, ja, das kennen wir ja jetzt. Oh. Hatte ich gerade Schiss. Noch ein seltsames Buch. Cooper, das juckt. Das hört sich seltsam an. Aber okay, wasch dich doch einfach. Das juckt so schrecklich. Ich kann nicht aufhören, mich wie irre zu kratzen. Die Krankenschwester hat es mir zwar verboten, aber die weiß ja nicht, wie furchtbar das juckt. Das ist das Ende, das ich nicht vermissen werde. Diese blöden, nichtsnutzigen Krankenschwestern. Ich habe gesehen, wie sie mich angeschaut haben mit dieser verächtlichen Miene. Sie fanden mich widerlich. Naja, meine Haut sieht wirklich widerlich aus. Das ist schon klar. Knallrot und herunterpellend. Herunterpellend? Nicht gerade ein hübsches Postkartenmotiv. Und sie juckt so schrecklich. Ach, wo sind bloß die verdammten Schmerzmittel? Es wird immer schlimmer. Als es angefangen hat zu bluten, bin ich aus dem Zimmer raus, um diese lahmarschigen Krankenschwestern anzuschreien. Aber da waren gar keine. Spurlos verschwunden. Ich bin durch die Flure gerannt und habe Medikamente gegen diese schrecklichen Schmerzen gesucht. Aber nirgendwo war auch nur eine Menschenseele. Hätte ich da schon gewusst, was in den dunklen Zimmern lauert, wäre ich nicht so laut gewesen. Wahrscheinlich hat es mich schreien gehört, dieses Untier. Es sprang unter wildem Geheul einfach aus dem Nichts hervor und wollte mir den Kopf abreißen. Ich habe zwar keine Ahnung, was zum Teufel das war, aber es hatte nichts Menschliches an sich. Seine Haut sah aus wie meine. Rot, rissig, abscheulich. Aber das Gesicht stand auf den Kopf. Mit einem riesigen Schlund und spitzen Zähnen, wie aus einem Albtraum. Ich wäre dort auf der Stelle gestorben, wenn nicht Cooper gewesen wäre. Mein Labrador. Ich weiß zwar nicht, wie er mich gefunden hat, aber er tauchte in letzter Sekunde auf und lenkte das Monster ab, sodass ich fliehen konnte. Und jetzt bin ich hier in diesem Zimmer gefangen, habe Cooper auf dem Schoß und versuche, mucksmäuschenstill zu sein. Aber das juckt so schrecklich. Ich muss mich kratzen, ganz leise. Meine Haut, sie sieht so aus wie die der anderen Monster. Verwandle ich mich in so etwas? Haben sie uns deshalb hier im Krankenhaus gelassen? Ich dachte, ich hätte Schuppenflechte, aber vielleicht ist es ja etwas vollkommen anderes. Etwas viel, viel Schlimmeres. Ich will nicht in diesem blöden Krankenhaus sterben. Immerhin habe ich Cooper bei mir. Er ist ein braver Hund. Er findet mich nicht widerlich. Stimmt's, Cooper? Aber irgendwas ist mit seinen Augen. Sie strahlen so grün. Aber das ist definitiv mein guter alter Cooper. Er ist zwar gestorben, als ich 7 war, aber er ist zu mir zurückgekommen. What? Das ist definitiv mein guter alter Cooper. Er ist zwar gestorben, als ich 7 war, aber ansonsten ist alles gut. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Ich guck nur mal eben, ob hier noch irgendwas an den Wänden geschrieben ist. Also ich dachte ja eigentlich, dass das alles so ein bisschen metaphorisch sein sollte.
Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube jetzt langsam nicht mehr dran. Isolationszelle. Stimmt, ich war da hinten gar nicht in dieser einen Kammer drin. Wenn ich hier rauskomme, geradeaus. Was war das? Scheiße. Nein, das ist wieder dieses Unsichtbare. Willst du mich verarschen? Kommt das mit raus, wenn ich rausgehe? Weil wenn mich das da jetzt überall jagt, ne, dann kriege ich hier die Krise. Oder war das nur was, was auf dem Boden lag? Und das war gar nicht das Unsichtbare. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, ich höre jetzt im Moment nur die Krähen. Ich bin aber jetzt gerade irgendwie, ich weiß nicht. Boah. Verarsch mich nicht. Boah, ey. Nee, da war ich aber nicht drin. Anscheinend. Oh nee, hier war ich definitiv noch nicht drin. Oh. Bedeutet das was? We will break you. We are coming for you, Emily. Ja. Was soll man dazu noch sagen, ne? Ich würde hier liebsten alle irgendwo in eine Zelle sperren und dann... Also. Wir müssen jetzt tatsächlich in den Keller, weil uns fehlt noch ein Schlüssel und den brauchen wir. Und ich werde jetzt mit euch noch in den Keller gehen. Ich weiß ja nicht, wie viel da noch kommt. Nur hier ist halt wieder so eine blöde Situation, wo man nicht so richtig speichern kann. Und ich hoffe, dass dann irgendwo eine kleine Zwischensequenz kommt, dass ich da kurz speichern kann. Weil ich müsste danach nämlich den PC nämlich gleich ausmachen. Ja, es sind wieder Sommerferien. Dann bin ich immer so ein bisschen am Rödeln. Ich gebe es zu. Wenn ich ihn nehme... Super. Nee, erwischt mich keiner. Okay. Okay, okay, okay. Dann gehe ich jetzt hier durch. Den Teil kennen wir ja schon. Der hat sich umgedreht, das ist gut. Jetzt muss ich nochmal eben überlegen. Moment, ich konnte... Ich konnte auch... Ah nee, als ich hochging, die habe ich ja schon alle gemacht, genau. Also ich muss jetzt hier nochmal einmal an den Treppen vorbei und dann die nächste rechts rein. Okay... Dreh dich um. Dreh dich um. Und ignoriere mich. Oh, oh, oh. Okay, jetzt hier durch die rote Tür, ne? Ja, okay. Warten aber vorsichtshalber nochmal, bis der eine noch einmal rumgegangen ist. Ja, okay, jetzt ist er hinten. Jetzt hätte ich eigentlich gehen können. Das war jetzt eigentlich doof von mir, aber ich warte jetzt noch mal ganz kurz. Warum zur Hölle kommt hier ständig dieses komische Geräusch, Mann? Ich denke dann immer, dass da irgendwie einer kommt oder so, ne? Ah, da oben ist ein Schlüssel. Hätte ich da doch weitergehen können. Ich dachte, ich komme jetzt hier irgendwie runter, weil da was vom Keller stand. Na gut. Wenn der Dampf mehr Druck hätte, könnte er diese Box anschieben. Wie soll ich denn da mehr Druck drauf geben? Hiermit vielleicht? Also das Loser und so, das ignoriere ich jetzt mal, ne?
Nee, da kommt aber dann gar kein Druck mehr raus, oder? Doch, kommt. Ach, vielleicht, ja, das sieht mir so aus, als ob das damit verbunden ist, das Rohr. Moment. Oder muss ich die... Sah jetzt schon gut aus. Oder muss ich die tatsächlich beide einfrieren? Na, das sieht mir danach aus, als ob ich beide einfrieren muss. Oder alle drei? Na, alle drei. Okay. Nein, nein, nein. Oh, na toll. Naja, irgendwo da unten muss er ja sein. Ach so. Der ist da... Och, nee. Ja, geil. Wie komme ich denn da hin? Wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Also ich gucke noch mal kurz, ob es hier irgendwo einen Durchgang gibt. Ansonsten würde ich sagen, wäre das dann wahrscheinlich der perfekte Moment, dass wir erstmal einen Cut machen. Weil das anscheinend doch noch ein bisschen länger dann dauert. Ah, Moment, da unten. Da kann man hoch. Ja, Moment, da kann man hoch. Gucken wir mal eben, wo wir da rauskommen. Kommen wir dann ins Büro. Okay. Bitte nicht, dass ich, was ich befürchte. Oh. Ah, sehr schön. Hm. Das ist auf jeden Fall was Gutes. Sind die großen. Okay. Leave us alone. Die. Go die, Emily. Ja, das bedeutet dann wohl, wie sie dann da in der Umkleide fertig gemacht worden ist. Ja. Ich bin gerade ganz leise. Ich weiß. Oh, sag mir bitte, dass da nichts im Hintergrund ist hier. Naja, aber es hat geklappt. Okay, versuchen wir das mal von hier. Anscheinend kann man das nicht so lange einfrieren. Okay, das ist nicht so günstig. Jetzt bin ich hier. Nee, ich bin nicht in der Sackgasse drin. Okay. Das brauche ich dann wahrscheinlich, um da oben das zu verbinden. Kann ich den drehen? Ja. Also, nee, drehen kann ich ihn nicht, aber ich kann mich quasi drehen damit. Das meinte ich jetzt eigentlich. So, mehr kriege ich den nicht rein, sollte aber reichen. Die Frage ist jetzt... Ja, da ist es auch schon. So, und das ist dann das Büro, nämlich... Nee, wir sind im...
Ach so, das sind der hintere Teil vom Büro quasi. Okay. Ach, dann komme ich nach vorne. Ach so, aber ich habe doch noch nicht alle Schlüssel. Nee. Muss ich den Rest draußen holen? Ach, nein. Ah, Moment. Wir sind einmal, hätten wir ja runtergehen können, ne? Habe ich mich jetzt erschrocken. Habe ich das gerade gebraucht? Nee. Einmal hier hätten wir runtergehen können. Ja. Nein, bleib doch mal unten. Mensch. Oder? Kann man da nicht runter? Ist das nur ein Schacht? Was? Hardhead Arena? Okay. Bin ich denn jetzt? Ach du Schande. Okay. Wo kommt das jetzt? Ach so, das ist nur kurzfristig. Ja, genau. Kein Thema. Bloß nicht mal ein bisschen, ne? Bewegung hier. Na, ich höre was. Ah! Oh, bedeutet das was? Vögelchen. Ich habe zwei in diesem Gebiet. Sehr schön. Okay, dann noch ein Schacht. Und der letzte Schlüssel. Sehr schön. Nummer 1. Nein. Dieses Geräusch. Schon wieder das Feuermonster. Das Feuermonster? Ich würde sagen, dass das jetzt so der perfekte Zeitpunkt wäre, wo ich auf Pause drücke, damit nichts passiert. Und wo ich dann erstmal einen kleinen Cut mache. Weil Feuermonster hört sich an, als ob wir da wieder gut sterben können. Weil das erste Mal habe ich den auch schon nicht besonders gemocht. Und der war wahnsinnig schnell und das hat irgendwie mit dem Laufen ja auch nicht so wirklich funktioniert bei ihr. Ja, ich mache hier mal einen kleinen Cut und wir sehen das Feuermonster dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.